Ich bin Nadine Häuser, 37 Jahre alt und derzeit Head of Spa in der Villa Vita Rosenpark in Marburg. Seit 2015 bin ich in dem Beruf als Spa-Managerin oder Head of Spa tätig und zu der Laufbahn zählen einige Häuser hier im hessischen Raum, wie zum Beispiel der Hessische Hof in Frankfurt oder Kempinski Hotel Grafenbruch. Und nach der kurzen Elternzeit jetzt hier das schöne Villa Vita Rosenpark in Marburg. Meine Passion ist es letztlich, immer wieder neue Erlebnisse für die Gäste zu schaffen, zu kreieren, mit meinem Team zusammen den Gast immer wieder zu faszinieren, ihm die Möglichkeit geben, sich hier bei uns Zeit für sich selbst zu nehmen, da in der heutigen Zeit die Thematik Zeit doch relativ knapp bemessen ist. Wir alle sehr, sehr schnelllebig leben und wir so gemeinsam mit den Treatments, mit den Räumlichkeiten eben unseren Gästen, sei es Hotelgästen oder auch den Gästen aus dem Marburger Umland, eine schöne Zeit verkaufen oder auch schenken möchten. Seit Juli bin ich nun für den Rosenpark Spa zuständig und es letztlich für mein Team und für die Gäste etwas greifbarer zu gestalten, haben wir uns Schlagwörter oben auf die Headline gesetzt, wie Transparenz, Nachhaltigkeit, Miteinander, Ambiente, einzigartige Erlebnisse schaffen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig und auch für mich. Und so haben wir uns auch für Partner entschieden innerhalb der Behandlung, die auch eben auf solche Schlagwörter großen Wert legen, die auch hier Nachhaltigkeit zeigen, transparent offenlegen, mit welchen Rohstoffen wir arbeiten, sodass man da wirklich sagen kann, wir haben ein Rundum-Konzept, was zusammenpasst und wo sich der Kreis schließt. Besonderheiten bei uns im Rosenpark Spa sind natürlich zum einen die Mitarbeiter, die den Rosenpark Spa zu dem machen, was sie sind. Jeder ganz individuell mit seinem Charakter und seinen Stärken. Aber eine große Besonderheit, die im neuen Jahr noch kommen wird, ist unser neues Konzept. Bedeutet, wir verkaufen unseren Kunden, unseren Gästen letztlich nur noch Zeit. Da Zeit, das ist, was wir heutzutage relativ wenig oder nur noch knapp bemessen haben, sodass wir uns entschlossen haben, wir tun den Gästen was Gutes und bieten individuelle Zeitfenster an. Unsere Gäste können dann an dem Tag, wo sie das Zeitfenster beispielsweise 60 Minuten gebucht haben, ganz individuell mit ihrem Therapeuten besprechen, was sie genau an diesem Tag wünschen. Sei es mehr Entspannung oder doch vielleicht etwas Aktivierendes, das liegt dann ganz in den Händen des Therapeuten und unserer Gäste. Durch die Umstrukturierung, die wir jetzt schon vorgenommen haben in der kurzen Zeit, haben wir derzeit unseren Umsatz schon steigern können um 45%. In die Zukunft gesponnen ist es letztlich so, dass wir der Place to be werden wollen, wenn die Gäste daran denken, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Und das ist unser Ziel und vielleicht schaffen wir es auch so, eine Marke zu kreieren, die für Villa Vita steht und den Gästen quasi mit dem Nimm dir Zeit für dich selbst sagt, was sie bei uns bekommen. Besonders bei uns im Rosenpark Spa, denke ich, ist zum einen unsere Schneekabine, die auf minus 10 Grad runtertemperiert ist und auch sicherlich noch der Sohlestollen. Aber ich denke, alles in allem lebt der Rosenpark Spa von den besonderen Menschen, die innerhalb des Teams arbeiten und jeden Tag hier ihr Bestes tun, um eben dem Gast schöne Momente zu bereiten und zu schenken. Ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Konzept, diese Nimm dir Zeit für dich selbst, eine tolle Marke kreieren werden und so der Kunde genau weiß, was er bei uns bekommt, nämlich die Zeit für sich selbst.